Sua Excellencia, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Excellencias, sehr geehrte Damen und Herren Bundesministerinnen und Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie zur Unterzeichnung der gemeinsamen Absichtserklärung über die Partnerschaft für eine sozial gerechte und ökologische Transformation zwischen der Föderativen Republik Brasilien und der Bundesrepublik Deutschland einladen. Gostaria de convidar Vossas Excelências para a assinatura solene da Declaração Conjunta de Intenção sobre a Parceria para uma Transformação Ecológica e Socialmente Justa entre a República Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha. Es unterzeichnen für die Föderative Republik Brasilien der Präsident, seine Exzellenz Herr Luiz Inácio Lula da Silva, für die Bundesrepublik Deutschland der Bundeskanzler Herr Olaf Scholz. Pela República Federativa do Brasil, assina Sua Excelência o Presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Pela República Federal da Alemanha, assina Sua Excelência o Chanceler Federal, Senhor Olaf Scholz. Muito obrigado. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Lula, ich freue mich sehr, mit Ihnen und Ihrem Team heute in Berlin die zweiten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen durchzuführen. Seit 15 Jahren sind Brasilien und Deutschland durch eine strategische Partnerschaft verbunden. Ganz besonders verbindet uns der gemeinsame Einsatz für Nachhaltigkeit. Dazu gehört der Kampf gegen den Klimawandel und die Dekarbonisierung unserer Industrien. Unsere beiden Staaten setzen sich für Waldschutz und Artenvielfalt ein. Und bei diesen Aufgaben künftig gemeinsam noch mehr bewegen zu können, haben wir gerade die Partnerschaft für eine sozial gerechte und ökologische Transformation unterzeichnet. Unter Ihrer Leitung oder deiner Leitung, lieber Lula, hat der Schutz des Waldes in Brasilien wieder einen hohen Stellenwert bekommen. Und dafür gilt aller unser Dank. Im Rahmen unserer neuen Partnerschaft wollen wir mit gemeinsamen Projekten das Ziel Null Entwaldung bis 2030 in Brasilien unterstützen. Und wir werden klimaneutrale Industrien aufbauen und in die Klimaforschung investieren. Wichtig ist dabei, dass dieser Wandel gelingt und dass er nur gelingen kann, wenn er sozial gerecht verläuft. Deshalb wollen wir Wohlstand und Jobs vor Ort schaffen, zum Beispiel bei der Wertschöpfung im Rohstoffsektor. Unter dem Dach unserer neuen Transformationspartnerschaft haben die zuständigen Ministerinnen und Minister heute gut ein Dutzend Absichtserklärungen unterzeichnet, um die Partnerschaft mit Leben zu füllen. Dazu gehört beispielsweise eine vertiefte Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien und grünen Wasserstoff. Hier verbinden wir das Potenzial Brasiliens mit dem Interesse Deutschlands an grünem Wasserstoff zu einem gemeinsamen Projekt, von dem alle auch wirtschaftlich etwas haben.
Außerdem wollen wir durch umweltfreundliche Gewinnung und Aufbereitung von Rohstoffen konkret den Aufbau lokaler Wertschöpfungsketten in Brasilien stärken. Meine Damen und Herren, Brasilien ist unser wichtigster Handelspartner in Südamerika. Mehr als 1.000 deutsch-brasilianische Unternehmen tragen signifikant dazu bei. Um die enormen Potenziale zu nutzen, die in den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen liegen, unterstützen Brasilien wie Deutschland den Abschluss des EU-Mercosur-Abkommens. Wir setzen uns nachdrücklich dafür ein, dass das Abkommen nun zügig finalisiert wird. Die Verhandlungen führt auf europäischer Seite die Europäische Kommission. Präsident Lula und ich sind dazu im Austausch. Im Kontext unserer Wirtschaftsbeziehungen haben wir auch über Fachkräftemobilität und Migration gesprochen. Gemeinsam wollen wir Potenziale von Migration noch stärker nutzen, zum Beispiel indem wir es Arbeitskräften ermöglichen, nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten. Lieber Lula da Silva, einen traurigen Vorfall möchte ich an dieser Stelle noch mal erwähnen und auch erinnern. Wir alle erinnern uns eben an die erschütternden Bilder aus Brasilia, als ein wütender Mob das Herz der brasilianischen Demokratie angegriffen hat. Nicht nur die Scheiben der Gebäude des Regierungssitzes gingen zu Bruch, auch die Demokratie wurde dadurch beschädigt. Uns beiden ist klar, unsere Demokratien müssen wehrhaft sein. Deshalb beabsichtigen wir im Kampf gegen Hass und Hetze im Netz sowie gegen Desinformation stärker zusammenzuarbeiten. Auch hierzu haben unsere Ministerien eine Absichtserklärung unterzeichnet. Selbstverständlich haben wir auch die internationale Lage miteinander diskutiert. Wenn wir hier stehen, gehen die russischen Angriffe auf die Ukraine mit unverminderter Härte weiter. Für uns ist klar, Russland verstößt mit diesem Krieg gegen die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen und gegen das Völkerrecht, denn Staatsgrenzen dürfen nicht gewaltsam verschoben werden. Darüber haben wir gesprochen. Brasilien kommt dabei in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle zu. Auch im Nahen Osten gehen die Auseinandersetzungen weiter. Israel wurde von der Terrororganisation Hamas angegriffen. Der 7. Oktober steht für unfassbare Gräuel an unschuldigen Zivilisten. Israel verteidigt sich gegen diesen Terror. Klar ist, dies geschieht im Rahmen des humanitären Völkerrechts. Es mussten alle Anstrengungen unternommen werden, um zivile Opfer zu vermeiden. Uns bedrückt das Leid und die Not der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza. Deshalb muss die humanitäre Versorgung der Menschen in Gaza substanziell und dauerhaft verbessert werden. Dazu sind wir mit Israel und unseren Partnern im Austausch. Wir sind uns einig, dass wir eine politische Lösung des Nahostkonflikts wollen. So schwer es angesichts der jetzigen Lage auch scheint, wir sind überzeugt von dem Ziel zweier Staaten, damit Israelis und Palästinenser in Frieden miteinander leben können. Lieber Lula da Silva, vor wenigen Tagen hat Brasilien den Vorsitz der G20 übernommen. Brasilien kann sich auf Deutschland und du dich auf mich als Partner in der G20 verlassen und auf uns zählen. Ich freue mich auf einen erfolgreichen G20-Gipfel im Herbst 2024. Unsere Gespräche heute, das Treffen unserer Ministerinnen und Minister, haben gezeigt, wie groß die Gemeinsamkeiten sind zwischen Brasilien und Deutschland. Diese Konsultationen haben sich wirklich gelohnt. So sehr gelohnt sogar, dass wir uns nun darauf verständigt haben, sie regelmäßig alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Schönen Dank. Bem, lieber Herr Bundeskanzler Scholz, es ist mir eine große Genugtuung, wieder in Deutschland zu sein, in einem Land, in dem ich sehr viele freundschaftliche und durch Respekt gezeichnete Beziehungen im Laufe meines gewerkschaftlichen und politischen Lebens erworben habe. Ich komme nach Berlin direkt von der COP28 in Dubai, um neben meinem Freund Olaf Scholz den Vorsitz bei der zweiten hochrangigen Regierungskonsultation Brasilien-Deutschland den Vorsitz zu führen. Dieser Konsultationsmechanismus wurde seit 2015 nicht mehr betätigt. Wir
arbeiten zusammen in so einer Partnerschaft für eine ökologische und sozial gerechte Transformation. Wir wollen die robuste Kooperation im Umweltbereich stärken, die den Amazonienfonds und viele andere Projekte beinhaltet. Wir wollen zusammen mit der Förderung der grünen Industrialisierung zusammenarbeiten, der Landwirtschaft, der Niedrigkarbonlandwirtschaft und der Bioökonomie. Ich habe Herrn Bundeskanzler Scholz erklärt, welche Maßnahmen wir ergreifen, um bis zum Jahr 2030 die Entwaldungsrate auf null herunterzufahren und mit Umweltdelikten auch Umweltdelikte auch zu bekämpfen. In diesem Jahr haben wir die Entwaldung im Amazonasgebiet um fast 50% gesenkt. Wir haben auch über Bedrohungen der Demokratie und des Rechtsstaats diskutiert. Wir sind einer Meinung, wenn es darum geht, zusammen gegen antidemokratische Kräfte zu arbeiten, die international koordiniert zusammenarbeiten und extremes Verhalten begünstigen. Dies ist der Geist der gemeinsamen Erklärung über Integrität der Information und Bekämpfung der Desinformation. Dank der intensiven Vorbereitungsarbeit unserer Minister haben wir verschiedene Memoranda of Understanding im Bereich Umwelt, Klimawandel, Landwirtschaft, Bioökonomie, Energie, Gesundheitswesen, Wissenschaft, Technologie und Innovation unterschrieben. Deutschland ist der traditionsreichste Partner von Brasilien in puncto technischer und finanzieller Zusammenarbeit. Die Brasilianische Nationalbank für wirtschaftliche und soziale Entwicklung und die KfW werden ihre Partnerschaft, die schon fast 60 Jahre alt ist, verstärken. Wir werden heute noch an einem Unternehmerseminar teilnehmen über Gelegenheiten und Chancen eines des neuen Programms zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums zu diskutieren. Morgen, am 5. Dezember, werden wir hier in Berlin den Tag der Innovation in Brasilien feiern. Dieser Tag wird Brasilianer und Deutsche zusammenbringen, wenn es um Start-ups geht, um Neugründungen, um digitale Regierung und um künstliche Intelligenz. Im Jahr 2024 werden wir die 200 Jahre der deutschen Einwanderung in Brasilien feiern. Aktivitäten dazu wird es in beiden Ländern geben. Ich habe mit Bundeskanzler Scholz über die Anstrengungen diskutiert, die wir unternehmen, um das Abkommen zwischen Mercosur und der Europäischen Union zum Abschluss zu bringen. Fast 23 Jahre arbeiten wir an diesem Abkommen. Bis heute ist es nicht abgeschlossen worden. Am nächsten Donnerstag werden wir auf dem Mercosur-Gipfel einen entscheidenden Moment dieser Verhandlung erleben. Ich habe dem Bundeskanzler gesagt, dass ich hoffe, dass die Europäische Union sich entscheidet, ob sie an dem Abschluss des Vertrags interessiert ist. Wir hatten noch Gelegenheit, über eine Bilanz der COP28 in Dubai, an der wir beide teilgenommen haben, zu diskutieren und Bilanz zu ziehen. Ich habe den Bundeskanzler Schulz noch einmal eingeladen, an der COP30 teilzunehmen, die im Jahr 2025 in Belém im brasilianischen Amazonasgebiet organisiert wird. Deutschland ist das erste Land des G20, das ich besuche, nachdem ich die Präsidentschaft der Gruppe übernommen habe. Ich habe nochmals auf die Prioritäten meiner Präsidentschaft hingewiesen. Wir wollen gegen Ungleichheit vorgehen, gegen Armut, gegen Hunger, gegen Klimawandel und wir wollen über eine Reform der Strukturen der Global Governance diskutieren. Ich möchte euch noch am Ende sagen, dass es mir sehr leid tut, dass die Menschheit in einem Augenblick, in dem sie so auf den Frieden angewiesen ist, in der sie so auf Ruhe und Sicherheit angewiesen ist, dass es heute noch Menschen gibt, die Hunger leiden. Über 735 Millionen Menschen gehen jeden Abend schlafen, ohne zu wissen, ob sie am nächsten Tag essen können. Millionen Kinder sterben, weil sie unterernährt sind, weil sie nicht genügend Kalorien zu sich nehmen. Und das
hängt nicht mit der mangelnden Kapazität der Produktion von Lebensmitteln zusammen. Die Welt produziert genügend Lebensmittel. Die Genetik hat auch schon genügend Mittel bereitgestellt. Aber es fehlen Mittel, um diese Lebensmittel staatlicherseits aufzukaufen und zu verteilen. Aber wir haben nicht nur den Hunger, die Konflikte in Russland, in der Ukraine, der Konflikt im Gazastreifen ist nicht mehr und nicht weniger als eine weitere Manifestation der Irrationalität des Menschen. Warum passiert es, da die UNO ihrer historischen Rolle, in Bezug auf die sie geschaffen worden ist, nicht mehr gerecht wird? Die UNO hat einen Weltsicherheitsrat, zu dem 5 Länder gehören, die USA, Russland, die VR-China, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Und diese Länder sollten dafür sorgen, dass es auf der Welt Frieden gibt. Trotzdem sind es diese Länder, die am meisten Waffen produzieren, Waffen verkaufen und Kriege führen, ohne vorher den Weltsicherheitsrat nicht einmal zu benachrichtigen. Deswegen werden wir in meiner Präsidentschaft im G20 über die Notwendigkeit diskutieren, die Global Governance erneut zu diskutieren, vor allem wenn es um Umweltfragen geht. Ich bin sicher, dass die Sicherungen dann umgesetzt werden und nicht das passiert, was früher passiert worden ist. Das Protokoll von Kyoto ist bis heute nicht umgesetzt worden. Andere Vereinbarungen sind nicht umgesetzt worden. Ich hoffe, dass der Beschluss von Dubai umgesetzt wird, denn sonst spielen wir mit dem Planeten und der Planet hat uns schon, wird auch sagen, spielt nicht mit uns. Ich habe schon sehr viel ausgehalten, sehr viele umgekehrt, sehr viele Stürme, sehr viele Meteoriten, aber ich kann die Frechheit und den Mangel an Intelligenz der Menschen nicht tolerieren. Das ist also ein sehr ernsthaftes Problem, um das es hier geht. Und ich möchte euch Folgendes sagen. In Brasilien, in meiner Regierung, werden wir dieses Problem sehr ernst nehmen. 2030 möchte ich auf der Welt Entwaldungsrate 0 im brasilianischen Amazonasgebiet überreichen und damit zeigen, dass es möglich ist, sich um den Planeten zu kümmern. Den Planeten, der uns mit Wasser versorgt, mit Leben versorgt, dem größten Presidente Lula, boa tarde. Sérgio Uti, SBT. Präsident Lula, guten Tag. Sérgio Uti. Ich frage im Namen der Kollegen der brasilianischen Presse. Ich frage nach dem Abkommen zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union. Der Handelskommissar der Union hat schon gesagt, dass es nicht zu dem Abkommen kommen wird. Einige gegenteilige Signale sind schon vom französischen Präsidenten initiiert worden. Meine Frage an Sie ist folgende. Angesichts der neuen Umstände gibt es realistische Chancen, dass dieses Abkommen in Rio de Janeiro unterzeichnet wird? Guten Tag, Herr Bundeskanzler. Ich frage auch in dieser Richtung. Es gab eine große Hoffnung in Brasilien, dass diese Nachricht der Unterschrift des Abkommens, der Unterzeichnung des Abkommens in Rio de Janeiro erfolgen würde. Aber nach den Erklärungen von des Vorsitzenden Macron frage ich Sie, was denken Sie über die Verlautbarungen von Präsident Macron? Glauben Sie auch, dass das Abkommen antiquiert ist? Nur um die korrekte Information hier zu retten. Ich war mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in Dubai. Wir haben sehr viel über die Möglichkeit des Abkommens gesprochen. Sie hat nie gesagt, dass sie nach Rio fliegen würde. Sie hat eine Verpflichtung in der VR-China und musste dahin reisen. Aber sie hat mir schon zu Beginn der Woche gesagt, wer nach Brasilien reisen kann, ist Pedro Sanchez, der Präsident der Europäischen Union, der gleichzeitig spanischer Regierungschef ist. Zweitens. Nachdem ich mit Frau von der Leyen gesprochen habe, habe ich mit Emmanuel Macron gesprochen. Und ich möchte nur hervorheben, dass Macron nicht der Einzige ist,
Es war Macron, es war Sarkozy. Es waren alle französischen Staatspräsidenten. Jacques Chirac, der Kollege des Parti Socialiste, François Hollande. Keiner hat sich bereit erklärt, ein Abkommen mit dem Mercosur abzuschließen. Sie haben politische und finanzielle Probleme mit den französischen Landwirten. Wir respektieren deren Arbeit, aber man kann nicht sagen, wir werden nicht unterschreiben, denn wir haben ja nicht nur die gegenteilige Manifestation von Frankreich, sondern auch in Spanien und dann in Argentinien. Alberto Fernández wird an der Sitzung am 7. teilnehmen und am 10. wird es Regierungswechsel in Argentinien geben und dann wird es am 6. eine Sitzung der Außenminister des Mercosur geben. Die werden versuchen, einige Kleinigkeiten im Abkommenstext zu korrigieren. Vielleicht gelingt es Olaf Scholz, mit Macron zu überzeugen und solange ich noch in der Lage bin, zu glauben, dass dieses Abkommen zustande kommen kann, werde ich mich dafür einsetzen, denn nach 23 Jahren haben wir uns, wäre es unvernünftig, wenn wir daran nicht vorankämen. Ich möchte also weiterhin daran arbeiten. Ich fliege von hier, von Berlin, morgen direkt nach Rio de Janeiro. Mein Außenminister Mauro Gewehr fliegt heute Abend. Und ich werde natürlich auch die Sitzung der Präsidenten haben. Nun ist dies ich bin ein sehr heißblütiger Mensch. Ich gebe nicht auf. Ich bin Brasilianer und Brasilianer geben nicht auf. Geben niemals auf. Ich werde nicht aufgeben, solange ich nicht mit aller Präsidenten gesprochen habe. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Aber das ändert kein Jota an der Bedeutsamkeit des Abkommens, das wir heute mit Deutschland unterzeichnen und das für Brasilien sehr gut sein wird, sehr gut für Deutschland sein wird, sehr gut für die Umwelt und sehr gut für die Energiewende, die wir in Brasilien sehr ernst nehmen. Vielen Dank für die Frage. Und ich kann unterstreichen, dass ich sehr beeindruckt bin von dem Ehrgeiz und von dem Engagement des brasilianischen Präsidenten, dafür zu sorgen, dass dieses nun so viele Jahre verhandelte Abkommen nun endlich was wird. Und das ist auch wirklich notwendig, denn es spricht sehr viel dafür, dass wir die Beziehung zwischen der Europäischen Union und Mercosur auch verbessern, indem wir ein solches Handelsabkommen zustande bringen. Wie Sie wissen, ist die Zuständigkeit für Handelspolitik von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf die Europäische Union übertragen worden. Es handelt also die Kommission, die dann für das, was sie verhandelt hat, eine Unterstützung braucht im Europäischen Rat, wo Pedro Sanchez gegenwärtig die Verantwortung für die Länder führt. Das wechselt ja turnusmäßig, wie Sie wissen, und im Europäischen Parlament. Ich bin überzeugt, dass eine Mehrheit in beiden Gremien, sowohl im Europäischen Rat als auch im Parlament, sich für ein solches Abkommen finden wird, wenn es erfolgreich zu Ende verhandelt ist. Und da bitte ich alle Beteiligten um größtmöglichen Pragmatismus und größtmögliche Kompromissbereitschaft, damit wir das jetzt endlich finalisieren können. Deutschland jedenfalls steht hinter der Absicht, ein solches Abkommen abzuschließen. Wir glauben, es wäre ein großer Fortschritt, auch wenn wir selber bilateral sehr gute Beziehungen haben und auf denen immer aufbauen können für das, was notwendig ist, wäre es gut, wenn das auch gelingt zwischen Mercosur und der Europäischen Union. Nächste Frage, Hans von der Borchardt. Ja, vielen Dank. Hans von der Borchardt von Politico hier. Zunächst an den Präsidenten Lula hätte ich gerne gefragt. Sie haben gerade gesagt, dass die Brasilianer nicht aufgeben und Sie auch deswegen nicht aufgeben wollen. Verstehe ich das richtig, dass Sie doch noch eine Chance sehen, dass diese Woche noch das Abkommen unterzeichnet werden kann in Rio de Janeiro? Und können Sie auch nachvollziehen, warum der argentinische Präsident Fernández dort jetzt Schwierigkeiten angemeldet hat? Glauben Sie, können Sie noch überzeugen? Und sehen Sie alternativ eine Chance, mit dem neuen Präsidenten Argentiniens, Javier Milei,
dort ein Abkommen noch dieses Jahr zustande zu bekommen. Und Herr Bundeskanzler Scholz, ich hätte Sie gerne gefragt, Sie sind gerade, haben den Europäischen Rat, das Europäische Parlament erwähnt, aber die Frage ging ja des Kollegen vor allen Dingen auf den französischen Präsidenten Macron. Es gibt ja eine sehr enge deutsch-französische Partnerschaft. Wie kann es da jetzt sein, dass Deutschland und Frankreich bei diesem Abkommen sehr gegensätzliche Ziele verfolgen? Werden Sie da noch einmal mit Macron sprechen und sind Sie der Hoffnung, dass Sie ihn da auch noch überzeugen können? Vielen Dank. Ich werde nur ein wenig von dem wiederholen, was ich in Antwort auf die erste Frage gesagt habe. Ich werde zu einer Sitzung fliegen, mit den Leuten reden, über die Möglichkeit, das Abkommen überhaupt zu unterschreiben. Ich hatte Sitzungen mit Treffen mit Macron, mit Frau von der Leyen, der Präsidentin der Kommission. Und wenn ich nicht glauben würde, dass es möglich ist, jemanden in einem Treffen vom Gegenteil dessen, was er vertritt, zu überzeugen, dann könnte ich überhaupt keine Treffen durchführen, dann könnte ich mich nicht an Sitzungen beteiligen. Ich gehe in Sitzungen, um die anderen zu überzeugen. Darf gleichzeitig aber nicht aus den Augen verlieren, dass die Nachhaltigkeit des demokratischen Regimes darin besteht, dass die Leute nicht gezwungen sind, das zu tun, was man von ihnen erwartet. Wenn mein Kollege und Genosse Alberto Fernandez aus irgendeinem Grund das Abkommen nicht unterschreiben wird, dann muss ich das akzeptieren. In Frankreich waren es Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac, mit allen habe ich diskutiert und die haben immer Schwierigkeiten angehäuft. Trotzdem habe ich noch nicht aufgegeben. Wenn ich nicht aufgeben würde, dann wäre ich ja niemals Staatspräsident gewesen. Ich habe 3 Wahlen verloren, um dann die 4. zu gewinnen. Wenn ich nicht so hartnäckig wäre, wäre ich nicht hier. Denn ich habe mit einem Alter von 5 Jahren meinen Geburtsbundesstaat Pernambuco verlassen, um nach São Paulo zu gehen, um mich hungers zu sterben. Wenn ich nicht hartnäckig wäre, dann hätte ich nicht die Arbeiterpartei gegründet. Da ich immer glaube und nie aufgebe, fliege ich jetzt nach Rio de Janeiro, um das Treffen durchzuführen, das ich durchführen muss. Ich hoffe, dass die Winde günstig sind und dass die Menschen ein offenes Herz haben. Als ich mich von Macron verabschiedet habe in Dubai, habe ich ihm gesagt, lieber Macron, wenn du jetzt dein Flugzeug besteigst und nach Frankreich zurückfliegst, öffne dein Herz, geh in dich, rede mit deiner Frau und sieh zu, dass wir dieses Abkommen zu Wege bringen. Wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich Macron nicht aufgeben. Wir werden andere Sitzungen haben, andere Treffen haben, bis ich es eines Tages schaffen werde. Als ich Kandidat zum Präsidentenamt in Brasilien war, habe ich die erste, zweite und dritte Wahl verloren. Und die Leute haben gesagt, du gib endlich mal auf. Du kommst einfach nicht rein. Du wirst das nicht schaffen. Und ich habe gesagt, nein, ich gebe nicht auf. Ich werde den Nachweis führen und werde gewinnen. Und jetzt bin ich hier als Präsident, als der einzige Präsident der Föderativen Republik Brasilien, der 3-mal ins Amt gewählt wurde. Versteht ihr nun, warum ich nicht aufgeben kann, warum ich weiterhin glaube, weil ich Brasilianer bin und niemals aufgebe. Schöner könnte ich das gar nicht formulieren. Ich schließe mich also dem Anliegen und der Haltung an. Man darf nicht aufgeben und will das eigentlich nur mit einer Bemerkung ergänzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der globale Welthandel, die Investitionsbeziehungen, die damit möglich sind, den Wohlstand in der Welt gemehrt hat und dazu beiträgt, dass alle davon profitieren. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass eine Handelspolitik der Europäischen Union gut ist, die es möglich macht, dass Europa mit vielen Ländern der Welt gute, faire Handelsbeziehungen haben kann. Boa tarde, Presidente Lula. Guten Tag, Herr Scholz. Eu sou Henrique Giovannini.
Ich vertrete das Kollektiv FedFlow, wenn er damit schon richtig verstanden hat, und auch spreche auch im Namen von vielen Journalisten. Wir haben uns vorher verständigt, diese Regierungskonsultationen sind eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Brasilien und Deutschland. Deswegen frage ich beide Parteien. Am Samstag hat der deutsche Finanzminister gesagt, dass er die Ausgaben für internationale Partnerschaften senken wird. Als eine Form der Senkung von Ausgaben, staatlichen Ausgaben. Ich frage also, wie kann man dann gewährleisten, dass die notwendigen Zuschüsse, finanziellen Zuschüsse noch erfolgen in dieser deutsch-brasilianischen Partnerschaft? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich kann nicht einen Kommentar über einen deutschen Minister abgeben. Das kann nur mein Freund Olaf Scholz tun. Die deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen sind sehr erfolgreich durchgeführt worden, auch mit sehr konkreten Gesprächen zwischen den Finanzministerien und all den dort Verantwortlichen. Und ich habe aus all den Gesprächen eine gute Stimmung vermerkt. Also das ist jedenfalls, was unsere bilateralen Beziehungen betrifft, sehr gut. Und international wird Deutschland weiter sehr aktiv sein. Darüber sind wir uns alle einig als Regierung und es gibt auch keinen Zweifel daran. Deutschland ist ja doch sehr weit vorne, wenn es darum geht, Unterstützung zu gewährleisten. Und wenn wir unsere Mittelverwendung kalibrieren, ändert das ja nichts an unseren Zielsetzungen. Vielen Dank. Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. Herr Präsident, Brasilien nimmt beim Konflikt zwischen Israel und der Hamas ja eine dezidiert andere Rolle ein als Deutschland. Sie haben sich für eine dauerhafte Waffenruhe ausgesprochen. Sie haben Israel sogar terroristische Aktionen vorgeworfen. Deutschland steht fest an der Seite Israels. Ich würde gerne wissen, was Sie bei diesem Konflikt von Deutschland konkret erwarten, welche Rolle sollte Deutschland Ihrer Meinung nach da einnehmen? Und mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine würde ich gerne wissen, inwieweit Sie Ihre G20-Präsidentschaft nutzen werden oder nutzen wollen, um da zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Und vor allen Dingen würde ich gerne wissen, ob Sie sich wünschen, dass der russische Präsident an dem Gipfel in Rio de Janeiro im nächsten Jahr teilnimmt. Da gab es ja widersprüchliche Äußerungen von Ihnen, wie Sie mit dem internationalen Haftbefehl umgehen wollen. Also kann Putin nach Rio de Janeiro kommen, ohne zu fürchten, dass er da verhaftet wird? Und Herr Bundeskanzler, da es ja jetzt diese gravierenden Differenzen gibt zwischen Deutschland und Brasilien bei den zwei wichtigsten außenpolitischen Themen im Moment, für wie verlässlich halten Sie Brasilien noch als sicherheitspolitischer Partner? Und da die brasilianische Seite ja jetzt auch schon die deutsche Innenpolitik angesprochen hat und die Haushaltskrise, würde ich da gerne anknüpfen und Sie fragen, wie zuversichtlich Sie sind, dass Sie bis Mittwoch da noch zu einer Einigung kommen und damit der Haushalt 2024 bis zum Ende des Jahres verabschiedet werden kann und was Sie davon halten, dass von einzelnen Verhandlungsteilnehmern jetzt schon rote Linien gezogen werden mitten in den Verhandlungen. Das ist eine sehr umfassende Frage. Eine Frage, die mich aber auch sehr umtreibt. Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen, damit du besser verstehst, was mich umtreibt. Ich bin in die Politik 1970 eingetreten, und zwar durch die Hand meines älteren Bruders. Der war ein Angehöriger der brasilianischen Kommunistischen Partei. Und ich war ein Gewerkschafter. Ich arbeitete in einer Basisgemeinde der katholischen Kirche. Ich hatte sehr viele Meinungsverschiedenheiten mit meinem Bruder. Und wir trafen uns, wenn wir unsere Mutter besuchten oder wenn wir ein Familientreffen, an einem Familientreffen beherbergen. Ich sagte meinem Freund, meinem Bruder Felix Schuko,
Wenn wir gut zusammenleben wollen, dann werden wir über unsere Divergenzen nie diskutieren können. Wir müssen in Familientreffen über andere Dinge reden. Nun bin ich nach Deutschland gekommen, über den Gazastreifen zu diskutieren oder über die Ukraine. Ich habe eine Position, das ist die Position meines Landes. Zuerst respektieren wir natürlich die Entscheidung der Norm der UNO-Charta, nach der kein Land ermächtigt ist, die territoriale Unversehrtheit des Hoheitsgebietes eines anderen Landes zu missachten. Trotzdem muss man sich weiterhin für den Frieden einsetzen und genau das tun. Mit jedem Präsidenten, den ich erzähle, finde ich, dass es nur eine Seite gibt, das ist, man muss die liebe Generalversammlung der UNO dazu überreden, endlich das zu machen, was dazu geschaffen worden ist. Dass, wenn man immer über einen Krieg diskutiert und sagt, wo man sich gerade befindet, dann wird man nicht für Frieden sorgen. Ich bin auf der Seite deren, der Personen, die sich Frieden haben. Ich werde noch mit vielen Menschen reden. Ich werde irgendwann einen Tag geben, an dem man an Frieden denken muss. Divergenzen zwischen Palästinensern und Juden verfolge ich seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten. Das ist der einzige Vorteil des Alters. Ich habe eben sehr viele Divergenzen gesehen, ich habe sehr viele Angriffe erlebt, sehr viele Aggressionen. Ich bin Präsident eines Landes, das eine große jüdische Teilgesellschaft hat und eine sehr große arabische Teilgesellschaft. Wir haben praktisch 20 Millionen von Brasilianern arabischer Abstammung, Libanesen, Syrern und so weiter, Palästinenser, und sie leben im Frieden in unserem Land. Und diese Friedensregierung würde ich mir für Israel wünschen. Konkret ist folgendes: Es gab seitens des Hamas einen terroristischen Anschlag, nicht nur terroristisch, aber einfach unverantwortlich, denn wer den Preis dafür zahlt, ist die palästinensische Bevölkerung, das sind Kinder, das sind Frauen, das sind unschuldige Zivilisten. 15.000 haben schon ihr Leben lassen müssen, fast 7.000 Kinder, 80% Kinder und Frauen, und dann gibt es noch 7% von Leuten, die einfach verschollen sind. Und hier denke ich an meine Position als Brasilianer und als Vertreter einer humanistischen Weltsicht. Das Unheil ist am ersten, am Tag des Attentats passiert, aber die UNO hätte eingreifen müssen. Brasilien war, hatte den Vorsitz im Weltsicherheitsrat. Brasilien hat einen Vorschlag unterbreitet, um einen Waffenstillstand, einen humanitären Waffenstillstand zu bekommen, um das Bombardement zu unterbrechen und die Kinder zu entfernen, die Frauen zu entfernen. Wir hatten Brasilianer in der Gazastreifen, wir haben 32 herausnehmen können und dann noch weitere 102 herauszunehmen versuchen, die sie noch im Gazastreifen zu nehmen. Wir haben unsere Entscheidung in der UNO ist von 12 Jahren, die zum Weltsicherheitsrat gehören, verabschiedet worden. Zwei haben sich der Stimme enthalten, das Vereinigte Königreich und Russland. Und es gab eine Gegenstimme und ein Veto. Das Veto haben die Vereinigten Staaten eingelegt. Wenn sie die brasilianische Position gewählt hätten, dann hätte es früher eine Waffenstillstand gegeben, dann hätten weniger Menschen ihr Leben lassen müssen. Man kann nur über Frieden diskutieren, wenn man sich an den Verhandlungstisch setzt. Das ist die Rolle der Vereinten Nationen und das, diese Rolle erfüllt sie einfach nicht. Deswegen respektiere ich natürlich die Position eines jeden Landes und ich bin seit ich verstanden habe, was die zwei Staaten in der Region bedeuten, bin ich sicher, dass die einzige Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts die Konsolidierung von zwei Staaten ist. Jede Bevölkerung lebt auf ihrem Hoheitsgebiet und friedlich mit den Nachbarn zusammen. Ich habe schon mit vielen israelischen Staatspräsidenten darüber diskutiert. Ich habe schon mit vielen Palästinensern darüber diskutiert. Aber ich glaube,
Es gibt Leute, die einfach keinen Frieden wollen. Es gibt Leute, die das nicht verhindern. Ich glaube, die Bevölkerung, die möchte Frieden, die wünscht Frieden. Aber es gibt da andere Interessen und ich bedauere dies zutiefst. Ich habe nie einen Krieg gesehen, in dem vorzugsweise Kinder und Frauen sterben. Und Frauen, die eine Kaiserschnittoperation vorziehen, damit die Kinder nicht im Bockenhagel sterben. Wenn das kein verstandenes Herz bewegt, was soll dann noch die Menschen bewegen? Ich glaube, wir sind dabei, den Humanismus aufzugeben. Wir geben Solidarität auf. Wir vergessen die Menschen, die auf die Welt gekommen sind, um in Frieden zusammenzuleben. Das ist meine Sicht und ich versuche mich hier konform zu verhalten. Im Falle des Gazastreifens habe ich mit 12 Staatspräsidenten gesprochen. 3-mal mit dem israelischen Staatspräsidenten. Man muss doch eine Lösung finden. Aber ich habe es bisher nicht erreicht. Und ich habe den Eindruck, dass die Lösung noch weit entfernt ist. Ich bedauere das als Politiker, als Präsidenter, Staatspräsidenten, als ein dem Humanist verpflichteter Mensch, der der Meinung ist, dass es nicht tragbar ist, dass jemand wegen Irrationalität von anderen Menschen sein Leben lassen muss. Der Krieg ist eine unmenschliche Geste des Menschen. Wo Krieg ist, haben die Menschen das Sensorium für Humanismus vollständig verloren. Ich bedauere dies also, dass wir diese Gewalt haben, dass wir dies mit ansehen müssen und es anscheinend keine Lösung gibt. Wir werden im G20 darüber diskutieren. Wir können ja nicht davon ablassen, über diese Themen zu diskutieren, die einfach diskussionsnotwendig sind. Diese Probleme werden dann gelöst werden, wenn die UNO ihre Repräsentationsmechanismen verändert. Deutschland muss in den Weltsicherheitsrat, Brasilien muss rein, Japan muss rein, Indien muss rein. Es müssen 2 oder 3 Länder aus dem afrikanischen Kontinent rein. Es müssen lateinamerikanische Staaten rein. Der Weltsicherheitsrat der UNO ist doch nicht das Privileg der UNO-Gründer. Die Geografie von, die Geopolitik von 1945 ist nicht die Geopolitik von 2021. Viele Dinge haben sich in der Welt geändert. Die Irrationalität. Ob Putin nach Rio reist, ja, mein Lieber, er wird eingeladen werden. Er wird benannt und ich kann nichts sagen, was passieren wird. Der Staatspräsident kann das nicht entscheiden, das wird die Gerichtsbarkeit entscheiden. Putin ist eingeladen, ist durchaus eingeladen vom brasilianischen Präsidenten und von am BRICS-Gipfel teilzunehmen. Ob er verhaftet wird, wenn er kommt, kann sein, kann nicht sein. Aber Putin hat, trägt ja nicht diesen internationalen Gerichtshof, die USA übrigens auch nicht. Brasilien ist an diesem Gerichtshof, hat ihn mitgegründet. Dass ich mit dem Präsidenten einer Meinung bin, wir brauchen eine Reform der internationalen Institutionen. Wir sind vereint in der Gruppe der G4, die eine Reform des Weltsicherheitsrats schon lange vorschlagen. Und ich glaube, die veränderte Welt verlangt, dass viele Länder, gerade auch des globalen Südens, eine Möglichkeit haben, dort mit repräsentiert zu werden. Wir brauchen einen repräsentativeren und damit auch wirkmächtigeren
Weltsicherheitsrat, das gilt auch für viele andere internationale Institutionen, deren Reformen jetzt diskutiert werden müssen. Und in der Tat verspreche ich mir von der brasilianischen G20-Präsidentschaft, dass wir in dem einen oder anderen Bereich dort Fortschritte erzielen werden. Was die Frage des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine betrifft, sind wir in der Frage völlig einig, dass das eine Verletzung des Völkerrechts gewesen ist. Der Präsident hat es hier schon gesagt. Und das will ich noch einmal unterstreichen. Es kann nicht akzeptiert werden, dass ein Land sein Nachbarland überfällt, um sich das ganze Territorium oder einen Teil des Territoriums anzueignen. Diese Sicht auf die Dinge ist eine, die wir hinter uns lassen wollten. Und Frieden und Sicherheit auf der Welt beruhen darauf, dass Grenzen nicht mehr mit Gewalt verschoben werden und dass nicht ein mächtigerer Nachbar seinen kleineren Nachbarn mitteilt, was sie zu tun haben. Und dass das wiederhergestellt wird, das ist eine der großen Aufgaben, die wir haben. Für Deutschland bedeutet das übrigens, dass wir die Ukraine unterstützen, finanziell, humanitär, aber auch mit den Waffenlieferungen, die wir zur Verfügung stellen. Und alle wissen, dass wir nach den USA das Land sind, das dort am stärksten engagiert ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Der Angriff der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger und auf Israel ist ein schlimmes Verbrechen, furchtbar. Der Präsident hat es unterstrichen, auch in dieser Frage und Beurteilung sind wir uns völlig einig. Das war ein schlimmer, furchtbarer, alle Regeln und Grundsätze der Menschlichkeit verletzender Angriff. Es sind feiernde Jugendliche getötet worden, es sind Kinder getötet worden, es sind Menschen gedemütigt und erniedrigt und dann getötet worden. Alles das ist etwas, was nicht hingenommen werden kann. Und deshalb hat Israel auch das Recht, sich zu verteidigen. Unser Standpunkt ist, dass das eben bedeutet, dass Israel auch das Recht haben muss, die Hamas zu besiegen und daran zu hindern, solche Terrortaten weiter durchzuführen. Und deshalb haben wir uns immer dafür eingesetzt, dass es zu humanitären Zwecken, um die Geiseln freizulassen, Pausen geben muss in dem Kriegsgeschehen. Aber eben nicht, dass das jetzt zu Ende geht, sondern dass die Möglichkeit von Israel weiter verfolgt werden können muss, die Hamas zu besiegen. Das ist dann auch eingebettet in viele Dinge, die wir gemeinsam sehen. Zum Beispiel, dass die Hamas die Geiseln freilassen muss. Leider sind nicht alle freigelassen und es sind immer noch sehr viele in der Gewalt der Hamas. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, nicht nur, aber auch die Doppelstaatler Gaza verlassen können. Da sind aus vielen Ländern der Welt immer noch welche, die das nicht geschafft haben. Auch Brasilien bemüht sich da sehr. Wir sind einer Meinung, dass humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen muss. Und insbesondere ist die Perspektive auch klar. Es muss nach dem Krieg eine Perspektive für eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Und das wird sicherlich nicht gehen mit einer Hamas, die Israel überfallen will und 10 Millionen Menschen, die in Israel leben, das Leben in ihrem Staat verbieten will. Aber die Zwei-Staaten-Lösung mit einer friedlichen Perspektive palästinensischer Selbstverwaltung ist etwas, das die Vereinten Nationen, das Europa, das die USA, das Brasilien, das wir in Deutschland vertreten und wozu wir auch sehr raten, dass das jetzt in den Blick genommen wird und nicht aufgeschoben wird. Was die Frage betrifft, der Gespräche über die Perspektiven des nächsten Haushalts, ist es ja so, dass wir da intensiv dran sind. Das merken Sie alle, das läuft, wie ich finde, als Teilnehmer der Gespräche sehr konstruktiv mit dem Willen und der Absicht, sich zügig und schnell zu verständigen. Und das geht ja nur, wenn man Dinge, die schwierig sind, schnell zu entscheiden in der Lage ist. Und mein Eindruck ist, diese Bereitschaft existiert. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir schnell vorankommen und deshalb für alle, die gerne Sicherheit für das, was in der Zukunft geschieht, auch die Sicherheit bieten können. Dass wir trotzdem ja handeln können, hat man in den letzten Tagen gemerkt und wird man auch weiter merken. Wir sind also in einer Situation, die sich sonst alle paar Jahre stellt, dass zum Jahresende der Haushalt noch dringend beraten werden muss, zum Beispiel immer nach Bundestagswahlen. Und wir sind jetzt dabei, das aber schneller und sehr, sehr zügig jetzt zu lösen, damit ganz schnell Klarheit herrscht. Und wir werden Ihnen sagen, wann wir fertig sind.